ihr Lieben. Ich habe mich heute dazu entschlossen, auch mal ein Unboxing zu machen. Ich habe das erste Mal bei Frau Dr. Jutta Ziegler in ihrem Internetshop bestellt. Frau Dr. Ziegler vertreibt sehr hochwertige, naturbelassene Futterprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Insektenschutzmittel und weiteres für Hunde und Katzen. Ich glaube sogar auch für andere Tiere, da habe ich aber nicht so genau nachgeschaut. Die Internetadresse zum Shop und alle Produkte, die ich jetzt bestellt habe, werde ich euch nachher unten in die Box verlinken. Angekommen ist ein großes, ziemlich schweres Paket. Die Hunde sind sehr interessiert dran. Es riecht sehr intensiv. Aufgeschnitten habe ich es schon mal für euch. Gut, Lieferschein. Luftfolie. Das erste, was ich bestellt habe, was man in kleinen Mengen bekommt, sind Broschüren zu verschiedenen Themen. Erstmal ganz klar der Produktkatalog. Dann habe ich mir bestellt die Barf-Broschüre. Eine Broschüre über die Wirkweise von Krillöl und Ataxanthin. Die Broschüre über das Kräuter-ABC. Und die Broschüre über Vitalpilze. Die werde ich jetzt alle mal in Ruhe lesen. Da kann ich euch dann gerne später noch mal was zu erzählen. Das nächste Produkt, was ich bestellt habe, ist ein Bio-Antizecken- und Flohmittel. Das ist dieses kleine Fläschchen. Ja, Bjelle findet es sehr interessant. Das ist jetzt die Katzenvariante. Die Hundevariante ist nämlich momentan ausverkauft. Ich habe dann die Frau Dr. Ziegler angeschrieben und gefragt, wann sie wieder verfügbar ist. Daraufhin hat sie mir gesagt, ich könnte genauso gut das Katzenprodukt bestellen, weil der Inhalt der gleiche ist. Ich kann es euch gerne mal vorlesen. Es ist etwas klein gedruckt. Der Wirkstoff ist 0,05% Geraniol. Und es steht der Hinweis drauf, kann allergische Reaktionen auslösen. Das ist jetzt ein Versuch. Ich habe bisher verwendet, auch mit gutem Erfolg, was Zeckenbefall und Flöhe angeht. Wir hatten nämlich so gut wie nichts, also Flöhe kenne ich nicht. Und Zecken hatte ich letztes Jahr auf 3 Hunden, insgesamt glaube ich 11 Stück. Das ist das Metaflon. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, aber Bjelle verträgt es nicht. Wenn ich es bei Bjelle auftrage, dann hat sie innerhalb von kürzester Zeit, fängt sie an zu speicheln, sie fängt an sehr unruhig im Kreis zu laufen, findet überhaupt keine Ruhe mehr, zittert und das kann es natürlich nicht sein. Da ist ein anderer Wirkstoff drin, ich müsste jetzt genau nachgucken, wie er hieß, ich habe es schon wieder vergessen. Deswegen habe ich die Frau Dr. Ziegler angeschrieben und gefragt, ob das Geraniol eine Alternative dafür ist. Und sie hat gesagt, definitiv ausprobieren. Das heißt nicht, wenn der Hund auf das eine biologische Mittel reagiert, dass es auch das andere tut. Ich hoffe jetzt, dass es alle drei sehr gut vertragen und werde dann weiter berichten, wenn wir es das erste Mal benutzt haben. Das nächste, was ich bestellt habe, ist zusätzlich ein bisschen verpackt, weil das Pulver sehr, sehr fein ist und durch den Deckel tritt. Das ist Kamal. Kamala ist ein Mittel, was zur Entwurmung gegeben wird, ist ebenfalls rein pflanzlich. Ist das erste Mal, dass wir das jetzt versuchen. Es steht die Dosierung drauf, das ist also für kleine Hunde eine Messerspitze. Es wird 3 Tage ins Futter gegeben, 4 Tage gegeben, 4 Tage Pause und dann nochmal 3 Tage ins Futter. Das ist also eine Art kleine Kur. 3 Tage geben, 4 Tage Pause, 3 Tage geben.
Da muss ich nur noch mal nachfragen, da steht jetzt nicht drin, wie oft man das im Jahr machen sollte, beziehungsweise wie lange Pause nach dieser kleinen Kur eingehalten werden muss. Da sind wir sehr gespannt. Ansonsten entwurme ich gar nicht. Ich lasse regelmäßig eine Stuhlprobe untersuchen. Da haben wir noch nie irgendetwas drin gefunden. Aber zusätzlichen Biomittel geben, dachte ich, kann nicht das Schlechteste sein. Dann haben wir bestellt für mich eine hoffentlich Urlaubsvariante zum Barfen. Ich barfe meine Hunde ja hauptsächlich und finde das im Urlaub, beziehungsweise wenn wir auf Turnieren oder Seminaren unterwegs sind, nicht immer praktisch, weil ich dort nicht immer die Möglichkeit habe, dass ich einen Kühlschrank oder gar eine Tiefkühltruhe zur Verfügung habe. Und bei Frau Dr. Ziegler gibt es Trockenfleischmenüs. Das sind vollwertige Menüs aus Fleisch und Gemüse. Wir haben jetzt bestellt Trockenfleischmenü Wild. Bestandteile sind 55% Rehfleisch, Kronfleisch, Herz, gewolft und getrocknet, Kartoffel, Karotte, Aprikose, Kokos, Apfel, Eierschalenpulver und Propolis. Analytische Werte, Protein 23,7, Fett 9,2, Rohfaser 3,4, Rohasche 2,8 und Feuchtigkeit 2,3%. Hergerichtet wird das Ganze mit Wasser. Das Trockenfleischmenü wird 1:2 bis 1:3 mit Wasser vermischt und 10 Minuten quellen lassen. Dann soll man etwas Öl beimengen. Die Fütterungsmenge inklusive Wasser ist für junge Hunde 4-5% des Körpergewichts und für erwachsene Hunde ca. 3% des Körpergewichts. Haltbar ist das Ganze natürlich nicht ewig. Es hat nämlich keine Konservierungsstoffe, keine Zusatzstoffe, keine zugefügten Vitamine oder was auch immer. Es ist absolut naturbelassen. Haltbar ist das Ganze ca. ein Jahr, wenn man es trocken lagert. Wir sind sehr gespannt, werden es also bald mal ausprobieren. Und jetzt kommt der größte Teil. Die Frau Dr. Ziegler produziert nämlich auch Trocken- und Nassfuttersorten. Ich habe mich jetzt erstmal für ein Trockenfutter entschieden. Das werde ich wahrscheinlich als Leckerli füttern, wenn die Konsistenz so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich zeige es euch mal. Auch dieses Futter ist komplett naturbelassen, sprich keine zugefügten Vitamine, keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, kein Zucker, kein was auch immer. Zusammensetzung ist, in diesem Fall habe ich das Weißfisch gewählt. Es gibt da, glaube ich, 4 verschiedene Sorten und bei den Nassfutterdosen gibt es auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Weißfisch getrocknet und gemahlen, Vollkornreis, Reiskeimlinge, Pastinaken, Geflügelöl, Meeresalgen, Apfel, Zucchini, Kräutermischung getrocknet, Hagebutten getrocknet, Eigelbmehl und Trockenmoor. Bei Epilepsiehunden sollte man jetzt mal anfragen bei der Frau Dr. Ziegler, was genau in der Kräutermischung drin ist. Denn viele Epilepsiehunde vertragen ja nun nicht alle Kräuter, beziehungsweise ist es eben bekannt, dass bestimmte Kräuter negativ auf eine Epilepsie wirken. Da würde ich nochmal nachfragen, was da genau an Kräutern vorhanden ist. Analyse der Bestandteile: Rohprotein 24,4, Fett 9,6, Rohfaser 4,3, Rohasche 7,6, Calcium 1,2, Phosphor 1,05, Natrium 0,46 und Magnesium 0,08. Fütterungsempfehlung bei meinen 5 Kilo Hunden sind 80 Gramm pro Tag. Wir machen es jetzt mal auf. Das ist das Einzige, wo ich direkt mal gucken kann, wie die Hunde darauf reagieren. Das Spot-on möchten sie sicherlich nicht unbedingt ausprobieren. Was ich schön finde, ist ein Papiersack. Riechen tut das Ganze extrem gut. Sehr intensiv nach Fisch. Die Pellets sehen so aus. Ein bisschen ähnlich wie die, sag mal, von Markus Mühle.
Sie sind relativ fest, man kann sie aber brechen. Da kommt direkt alles angelaufen. Ihr habt es nicht gesehen, aber erst hat Bjelle sich ein Stück geholt und jetzt Honey. Schmeckt, gefressen wird's. Das ist schon mal super. Als Leckerli wird es, glaube ich, doch ein bisschen schwierig. Es lässt sich nicht so sehr klein brechen. Aber gut ist es auf jeden Fall. Sie kommen nämlich noch ein zweites Mal. Ich hätte dann noch zwei Stücke. Hanni ist schon fertig. Dann machen wir auf. Hanni. Gut. Die Bjelle auch. Also schmecken tut es definitiv. Das war unsere erste Bestellung bei Frau Dr. Jutta Ziegler in ihrem Internetshop. Ich habe, wie gesagt, unten in der Box alle Links für euch zum Naturfutterlädchen. Wäre dann sehr gespannt, wenn ihr dort bestellt, dass ich vielleicht auch mal eine Rückmeldung von euch bekomme, wie ihr das findet. Wenn wir die Sachen weiter getestet haben, werde ich auf jeden Fall noch ein kleines Video hinterher schicken. Das Futter, wie gesagt, kommt gut an. Gespannt bin ich auf das Trockenfleischmenü und vor allem auf das Geraniol Spot-On. Ob die Bjelle das eben besser verträgt und die anderen beiden optimalerweise dann auch sehr gut vertragen. Bis dahin, ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch einen Daumen. Da. Am besten einen nach oben. Gut, wenn es euch nicht gefallen hat, auch nach unten. Ich kann nur lernen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Tschüss!